Text. As we arrived back at the temple, Prabhupada ended the conversation on an ominous note. Civilization will collapse very soon all over the world. It will collapse. Either you may bring this ism or that ism. The civilization will collapse. People will become mad, being harassed in so many ways. When one is arrested in so many problems, he commits suicide. So that position is coming. Or he starts a war, Hurricane said. Yes, Prabhupada agrees. When the government cannot adjust, they start a war. So, mehr müssen wir nicht sagen dazu, eh? Sehen wir gerade. Ja, es wurde auch nicht besser. Prabhupada wusste das. Er hat das immer gesagt. Dass die Leute heutzutage nicht klarkommen werden und dass die heutige Zivilisation, Gesellschaft wird kollabieren, wird zusammenbrechen. Und da können Sie, genau wie Prabhupada sagt, mit dem Ism kommen und Ism, Ism, Ism. Wird alles nichts bringen. Was die Leute brauchen, ist Gottesbewusstsein. Weil ohne Gottesbewusstsein geht es dann so weit, dass nicht nur alles zerstört wird und kaputt geht, sondern dass die Menschen sich selber kaputt machen, indem sie einfach Krieg anfangen.
Da sehen wir wieder. Einer fängt Krieg an. Krieg gegen Krieg. Einer kämpft gegen den anderen. Und alle gucken immer nur dafür, wer ist der Böse, wer ist der Gute. Aber kaum einer achtet darauf, wer die dritte Partei ist, nämlich die, die daran finanziert oder die daran verdient. Und die beide Parteien finanziert. Nämlich Krieg. Wer profitiert davon vom Krieg, sind die, die die Waffen herstellen. Und das sind meistens auch die Leute, die das wollen, dass Krieg ist. Komisch, aber es ist deswegen Krieg, weil es immer eine Partei gibt, eine dritte Partei, die sich da dann freut, dass jemand Krieg macht. Und das ist das Schlimme eigentlich im Kali-Yuga. Dass wir immer noch so verblendet sind und denken, ja, wir müssen uns gegenseitig bekämpfen, aber sehen gar nicht. Und durch egal welchen Krieg wir uns ankommen, es gab immer jemanden, der daran verdient hat. Auf den Leid anderer. Und das ist typisch Kali-Yuga einfach. Und deswegen sollte man eigentlich gar keine Waffen herstellen. Oder so wie unser deutscher Staat gesagt hat, wir mischen uns da nicht ein. Wir liefern keine Waffen in Kriegsländer. Und das kam speziell von Parteien, die eigentlich dafür stehen. Wir sind gegen Krieg, wir sind gegen dies, gegen das, wir wollen den Frieden. So. Und das haben die alle groß gepredigt. Ne? Und jetzt sind genau die Parteien, die vor einem Jahr oder noch länger her, bevor der Krieg, den wir jetzt haben, der läuft ja schon, ja, anfingen, die gesagt haben, nein, wir liefern keine Waffen in Kriegsgebiete, wir wollen Frieden. Genau diese Parteien machen genau das, was sie eigentlich, machen genau den Gegensatz zu dem, was sie gesagt haben. Jetzt sind sie für den Krieg, stellen sich auf eine gewisse Seite von der Kriegspartei und sagen, nein, wir müssen die bekämpfen. Und natürlich schicken wir auch Waffen dahin. Und das ist heavy einfach. Und das ist typisch Kali-Yuga. Du kannst niemandem vertrauen, und gerade nicht mal der korrupten Politik im Endeffekt. Und das ist heavy einfach. So. Und eigentlich könnten wir uns einmal raushalten und sagen, okay, mach da, kein Problem, aber nein, vereinigtes Europa muss sich ja auf eine Seite stellen und kämpfen gegen den bösen Feind. Aber eigentlich gibt es gar keinen Feind, weil eigentlich auf einer spirituellen Sicht sind wir eigentlich alle miteinander verbunden, sind wir alle Brüder und Schwestern, warum sollen wir uns da bekämpfen? Aber weil das Gottesbewusstsein fehlt, kommen wir genau an so einen Punkt. Und andersrum bekriegen sich ja auch Religionen miteinander. Anstatt zu verstehen, dass sie eigentlich denselben Herrn verehren. Zwar vielleicht mit anderen Namen oder mit anderen Schriften, aber im Endeffekt der Vorgang ist immer dasselbe. Und das ist typisch Kali, oder das ist typisch diese heutige Zivilisation, die Prabhupada hier so kritisiert. Oder das Anmahnen sagt, es wird Krieg kommen, es wird dies kommen, es wird dies kommen, weil die Leute sich immer gegeneinander ausspielen lassen. Es ist immer ein der gegen den. Und statt mal zu verstehen, wie es in anderen Zeiten war, dass alle zusammen einfach glücklich sein können. Ist eigentlich so einfach. Wäre eigentlich so einfach. Aber es geht halt nicht. Es darf nicht sein. Weil immer darüber Leute sind, die Leute untereinander ausspielen. Religion gegen Religion, Land gegen Land. Hautfarbe gegen Hautfarbe, Politik gegen Politik, rechts gegen links, die Meinung gegen die Meinung. Ne? Und das ist das Problem. Und dann stehen Leute dazwischen, die sagen, macht das nicht, lasst euch nicht gegeneinander ausspielen. Mhm. Aber die werden nicht beachtet. Und das sind meistens religiöse Menschen oder Leute, die es auf einer höheren Ebene verstanden haben. Sagen, macht das nicht, lasst euch nicht spalten. Aber der Mensch lässt sich spalten, immer. Der braucht immer ein Feindbild, der braucht immer jemanden, wo er sagt, der ist schlechter als ich selbst, damit er sich selbst besser darstellen kann. Und das ist das Problem. Obwohl alle Menschen das selber anstreben sollten. Sie wollen glücklich sein, wollen keinen Krieg, wollen Reichtum haben, wollen Essen, alles haben. Und wer gibt ihnen das alles im Endeffekt? Nicht die Industrie oder der Präsident oder die Präsidentin oder der Staat. Was man ja auch gern denkt, dass der Staat dafür sorgt, dass wir alle erhalten werden. Nee, im Endeffekt, über dem Staat steht wer? Gott. Gott gibt alles. Gott gibt Essen. Gott gibt alles einfach. Nicht der Staat. Der Staat verwaltet das vielleicht und gibt das seinen Bürgern weiter. Aber der Staat sollte auch gottesbewusst sein und sollte sich dafür bedanken, dass Gott das Land gibt, die alle alles gibt. Oder auch der Sonne dankbar sein, dass ohne Sonne wächst nichts. Die Sonne ist nicht unser Feind.
Die Natur ist nicht unser Feind, wie heute auch oft dargestellt wird. Die Natur ist ganz schlimm. Wir müssen gegen die Natur kämpfen, weil die Natur macht uns kaputt. Ja, warum macht die Natur uns kaputt? Weil wir die Natur kaputt machen. Das sind immer nur Reaktionen auf das, was wir, ja, was wir sehen, kriegen wir die Ernte für. Aber das ist ein Problem. Und zur anderen Zeit, Alter, das lernen wir in den Veden, und das weiß Prabhupada ja auch, war das anders. Da haben die Menschen mit der Natur zusammengelebt und da gab es eine Einheit auf der Erde und da gab es keine Kriege. Klar gab es auch mal Probleme, aber die wurden auf eine andere Art und Weise wurden die gelöst. Und zumindest nicht so, dass da große Kriege entstehen mussten. Aber wir sehen auch, klar, Kurukshetra ist auch ein Krieg gewesen. Und es gab immer mal wieder Kriege, aber nicht in so einer Häufigkeit wie im Kali-Yuga. Selbst wenn dieser Krieg jetzt vorbei ist, verspreche ich euch, kurze Zeit später wird wieder ein Krieg sein. Und wenn wir ein Jahr zurückgehen, bevor jetzt der Krieg angefangen hat, der jetzt läuft, davor war auch ein Krieg. Und davor war auch ein Krieg. Und davor ist ein Krieg. Es ist immer irgendein Krieg auf der Welt. Und das ist nicht normal. Und das ist typisch Kali. Und Prabhupada hat davon gesprochen, es wird ein großer Krieg kommen. Und es wird Probleme geben. Aber nach diesem Krieg werden die Leute offen sein dafür, weil sie dann verstehen, vielleicht dann wieder Zuflucht zu suchen bei Gott. Oder bei den Schriften. Hare Krishna. Weil das ist sozusagen das große Problem, dass sie nicht Zuflucht suchen bei Gott. Genau. Habt ihr Fragen dazu oder wollt ihr auch noch was sagen dazu? Sonst machen wir weiter mit dem Chaitanya, bitte. Hare Krishna, welcome. So, wie Tradition lesen wir aus dem Chaitanya Charitamrita. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Advaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chanda Jaya. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Advaita Chanda Chaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Advaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So, wir lesen aus dem Chaitanya Charitamrita. Wir haben das Madhya Lila. Sind wir im ersten Buch, Kapitel 1. Das Kapitel heißt Die späteren Spiele Shri Chaitanya Mahaprabhus. Und heute haben wir den Vers 92 und wir werden noch ein paar mehr Verse lesen heute, weil der Vers hat zum Beispiel keine Erläuterung. So, dann lesen wir diesen Vers. Vimite vivalabhaya nahi kasmaranam. Vimite vivalabhaya nahi kasmaranam. Radha desha tina dina kalira pramana. Radha desha tina dina kalira pramana. Vimite vivalabhaya nahi kasmaranam. Vimite vivalabhaya nahi kasmaranam. Radha deshe tina dina kalira pramana. Radha deshe tina dina kalira pramana. Premete vivalabhaya nahi kasmarana. Premete vivalabhaya nahi kasmarana. Radha deshe tina dina kalira pramana. Radha deshe tina dina kalira pramana. Prabhus. Mag jemand schimpfen? Premete vivalabhaya nahi kasmarana. Premete vivalabhaya nahi kasmarana. Radha deshe tina dina kalira pramana. Radha deshe tina dina kalira pramana. Premete vivalabhaya nahi kasmarana. Premete
Prabhupada's. Rimete vikala bhaya nahi kasmara. Radha deshi dina dina kari la brahmana. Rimete vikala bhaya nahi kasmara. So, Wortübersetzung. Premite. In ekstatischer Liebe zu Krishna. Vivala. Überwältigt. Baya. Äußere. Nahika. Es gibt nicht. Smarana, Erinnerung, Radha-Deshe, in den Radha-Ländern, Tinadina, drei Tage, Kalila, achso, Kalila-Tat, Kalila-Tat, Entschuldigung, Brahmana, Reisen. Übersetzung des Verses, und dann lese ich noch ein paar Verse weiter. Und da kommt eine Erläuterung von dem Gundacharis, Divine Grace, Aisi Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada, die Kinder. Übersetzung dieses Verses. Auf dem Weg nach Vrindavan war Sri Chaitanya Mahaprabhu von ekstatischer Liebe zu Krishna überwältigt und er verlor alle Erinnerungen an die äußere Welt. So zog er drei Tage hintereinander durch Radha-Desh, das Land, in dem die Ganga nicht fließt. So, nächster Vers. 93. Nityananda Prabhu Mahaprabhu Bulaya Gangetire Lana Aila Yamuna Baliya. Übersetzung. Zunächst verwirrte Sri Nityananda Sri Chaitanya Mahaprabhu, indem er ihn an den Ufer der Ganges entlang führte und sagte, es sei der Fluss Yamuna. 94. Shantipurya Charera Griha Agamana Pratama Virsha Kaila Taram Tatres Sankitana. Übersetzung. Nach drei Tagen kam Sri Chaitanya Mahaprabhu zu Hause, zum Hause Advaita Acharyas in Shantipura und nahm dort Almosen entgegen. Dies war seine erste Annahme von Almosen. In der Nacht hielt er dort gemeinsames Chanten ab. Erläuterung. Es scheint, dass Sri Chaitanya Mahaprabhu in seiner transzendentalen Ekstase drei Tage lang zu essen vergaß. Er wurde dann von Sri Nityananda irregeführt. Er sagte, der Fluss Ganga sei die Yamuna. Weil sich der Herr in der Ekstase befand, auf dem Weg nach Vrindavan zu sein, war er froh, die Yamuna zu sehen, obwohl der Fluss in Wirklichkeit die Ganga war. So wurde der Herr nach drei Tagen zum Hause Advaita Prabhus in Shantipura gebracht und nahm dort Speisen an. Solange der Herr dort blieb, sah er seine Mutter Sachi Devi und hielt jede Nacht mit allen Gottgeweihten gemeinsames Chanten ab. Nächster Vers, 95. Mata Bhakta Ganere Tanana Karira Milana Sava Sandam Kari Kari Kaila Nila Triya Gamana. Übersetzung: Im Hause Advaita Prabhus traf er seine Mutter sowie alle Gottgeweihten aus Mayapur. Er regelte alles und begab sich dann nach Jagannath Puri. So, hier ist auch nochmal eine Erläuterung von Srila Prabhupada. Sri Chaitanya Mahaprabhu wusste sehr wohl, dass seine Annahme des Sannyas für seine Mutter ein schwerer Schlag war. Er ließ daher seine Mutter und die Geweihten aus Mayapur kommen und dank der Vorkehrungen, die Sri Advaita Acharya traf, begegnete er ihnen zum letzten Mal nach seiner Annahme des Sannyas. Seine Mutter war von Schmerzen überwältigt, als sie sah, dass der Herr kahl geschoren war. Sein Haupt schmückte kein schönes Haar mehr.
Mutter Sachi wurde von allen Gottgeweihten beruhigt und Sri Chaitanya Mahaprabhu bat sie, für ihn zu kochen, denn er war sehr hungrig, da er 3 Tage nichts gegessen hatte. Seine Mutter war sogleich einverstanden und alles andere vergehend kochte sie Sri Chaitanya Mahaprabhu während der ganzen Zeit, die sie im Hause Sri Advaita Prabhus verbrachten. Nach einigen Tagen bat Sri Chaitanya Mahaprabhu seine Mutter um Erlaubnis, nach Jagannath Puri zu gehen. Auf Bitten seiner Mutter machte er Jagannath Puri zu seinem Hauptwohnsitz nach seiner Annahme des Sannyas. So war alles geregelt und mit Erlaubnis seiner Mutter machte sich Sri Chaitanya Mahaprabhu auf nach Jagannath Puri. So, wir lesen noch 2, 3 Verse weiter. Vers 96. Patenarilarasa Devada Dadasana Madhavana Purina Kata Gopala Shtapana. Übersetzung. Auf dem Weg nach Jagannath Puri vollführte Sri Chaitanya Mahaprabhu viele andere Spiele. Er besuchte allerlei Tempel und hörte die Geschichte über Madhavendra Puri und die Aufstellung Gopals. Erläuterung. Dieser Madhva Puri ist Madhavendra Puri, ein anderer Madhva Puri ist Madhvacharya, der dem spirituellen Meister eines Gottgeweihten der Linie Gadadhara Pandits war und ein Buch mit dem Titel Sri Mangala Bhasya schrieb. Madhvacharya ist jedoch ein Madhavendra Puri verschieden, ist von ihm verschieden, wie in diesem Vers erwähnt wird. Genau, dann nehmen wir noch einen Vers. Kshida Shurikata Shakshi Gopali Varana Nityananda Kaida Prabhu Danda Vanajana. Von Nityananda Prabhu hörte Sri Chaitanya Mahaprabhu die Geschichte Kshira Kodi Churi Gopinats und der Zeuge Gopals. Darauf zerbrach Nityananda Prabhu den Sannyas-Stab, der Sri Chaitanya Mahaprabhu gehörte. Erläuterung. Der Tempel Kshira Kodi Gopinaths liegt etwa 8 Kilometer entfernt vom Bahnhof Baleshwara an der nordöstlichen Eisenbahn, die damals als Bengalin Mayapura Eisenbahnlinie bekannt war. Dieser Bahnhof ist von dem berühmten Verbindungsbahnhof Kagapura nur ein paar Kilometer entfernt. Eine Zeit lang oblag die Verantwortung für den Tempel Shyamasunda Adhikari aus Gopivallabha Pura, das an der Grenze des Bezirks Medinipura liegt. Shyamasunda Adhikari war ein Nachkomme Rasikananda Muraris, des Hauptschülers von Shyamananda Goswamis. Einige Kilometer vom Bahnhof Jagannath Puris entfernt liegt ein kleiner Bahnhof namens Shakshi Gopal. In der Nähe dieses Bahnhofs findet man das Dorf Satyavadi, in dem der Tempel Shakshi Gopals steht. Genau, dann lesen wir den letzten Vers. Kruda Hare Ekagale Jagannath Dekira Dekira Mushitahana Patira Bumira. Nachdem Nityananda Prabhu seinen Sannyas-Stab zerbrochen hatte, wurde Sri Chaitanya Mahaprabhu offensichtlich sehr zornig und verließ seine Gemeinschaft, um alleine zum Jagannath-Tempel zu reisen. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu den Jagannath-Tempel betrat und Sri Jagannath sah, verlor er sogleich die Besinnung und fiel zu Boden. Om Agamitam Nandasagananja Ashagaya Shakshunita Aminata Smai Shri Guna Vena Maha Ashtamu Stam Stavita Tane Swain Bhupaka Vanchakai Padrupasa Gipasindrupa Eva Chaupati Tanam Bhavani Dupa Ishna Deva Namona Maha Jai Shri Krishna and Shri Tanya Bhavitanam Shri Advaita Gadaha Sadi Gaura Bhakta Vinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama. So, jetzt haben wir hier ein paar Verse gehört. Und dieses Lied, ja, ist sehr schön hier.
nämlich Lord Chaitanya nimmt Sannyas und Lord Chaitanya ist in Ekstase, weil er Sannyas genommen hat. Und was ist sein größter Wunsch? Er will nach Vrindavan gehen. So. Und was machen die Gottgeweihten? Sie tricksen ihn aus und sagen, ja, ja, Vrindavan, hier, gleich um die Ecke, da ist Vrindavan. Du musst einmal nur ein paar Tage laufen und dann bist du sofort in Vrindavan. Was eigentlich nicht so einfach ist, weil er hat ja in der Nähe von Mayapur an der Ecke hat er ja Sannyas genommen. Und Vrindavan ist schon ein Stück auseinander. Und früher sind alle zu Fuß gelaufen, das kann man nicht in ein paar Tagen machen. Da muss man schon, ja, da ist man einige Zeit unterwegs. Und ja, aber sie haben gesagt, okay, mach das. Und Lord Chaitanya ist 3 Tage gelaufen, bis er dann endlich an einen Fluss kam. Und Lord Nityananda ihn noch mehr ausgetrickst hat, ja, das ist die Yamuna. Und was hat Lord Chaitanya gemacht? War so eine Ekstase und ist in diese Yamuna gesprungen, in diesen Fluss. Und es wird auch ausführlicher, wurde das vorher schon am Anfang des, weil hier steht ja die späteren Spiele, aber das wurde schon mal detaillierter erklärt. Nämlich, dass Lord Chaitanya war so in Ekstase und er wäre eigentlich fast ertrunken, weil er gedacht hat, endlich hatte er die Yamuna erreicht. Ich versuche ein bisschen langsamer zu sprechen, kein Problem. Also, er ist bewusstlos in der Yamuna und was ist passiert? Ein Boot taucht auf. Und in diesem Boot sitzt wer? Advaita Acharya. Advaita Acharya. Lord Chaitanya, also ziehen Lord Chaitanya in dieses Boot. Und Lord Chaitanya kommt wieder zu Bewusstsein. Und da sieht Advaita Acharya und denkt sich, hä? Ich bin noch in Vrindavan. Advaita Acharya, du bist auch hier? Wie kannst du hier sein? So. Und dann Advaita Acharya sagt erstmal gar nichts, aber im Endeffekt Lord Chaitanya realisiert, okay, ich bin gar nicht in Vrindavan. Es war wohl nicht die Yamuna, es ist einfach nur die Ganges. Und die haben was vor, die Devotis mit mir. Was haben sie vor? Es wurde ja auch verraten, dass sozusagen Lord Chaitanya seine ersten Almosen empfing. Nämlich, was ist das? Sind die Almosen als Sannyasi, was soll man machen? Man hat ja nichts mehr. Man ist abhängig von den Devotis, von der Allgemeinheit, von den Menschen, die dich eigentlich am Leben erhalten. Und so wurde es arrangiert, dass Advaita Acharya, Chaitanya Mahaprabhu und alle anderen Gottgeweihten über den Fluss auf die andere Seite führte und dann sie ihn einlud in sein Haus. Und so blieb er da ein paar Tage. Und da traf er alle alten Gottgeweihten, die ihn bis dahin begleitet haben aus Mayapur und haben sich sozusagen verabschiedet und haben ihn gesegnet. Und wer kam dann auch hier? Wer kam noch außer den Gottgeweihten? Wer wurde noch erwähnt? Jemand ganz besonders. Satchidevi, genau. Die Mutter von Chaitanya Mahaprabhu. Und die Mutter wurde auch beschrieben, war sehr traurig, ihren Nimai zu sehen, der auf einmal die wunderbaren langen Haare, die er hatte und wo alle ihn für geliebt haben, dass er so wunderbare Haare hatte. Auf einmal hatte er geschnitten. Und sie war traurig. Sie fing eigentlich fast an zu weinen. Aber dann hat Lord Chaitanya sie beruhigt. Und sie hat das auch verstanden. Und wurde dann eigentlich gleich abgelenkt von Lord Chaitanya und hat gesagt, komm hier, koch mal was Schönes, ich hab Hunger. Und was machten Mütter gerne? Wir kochen für ihr Kind. Das ist ganz, ganz, ganz simpler Service, aber sehr schöner Service. Weil es schmeckt nichts besser als von der eigenen Mutter sozusagen. Weil die Mutter da ganz viel Liebe reinpackt. Und das hat Lord Chaitanya sozusagen das letzte Mal, durfte er das genießen. Und dann kommt es zu dieser Situation, dass diese Diskussion gab es auch schon mal vorher, bevor er Sannyas genommen hat, aber jetzt kommt es dann nochmal auf, dass Satchimata sagt, ja, du kannst aber nicht so weit weggehen, weil ich weiß, du willst nach Vrindavan, du willst dahin pilgern, du willst da predigen und da predigen, aber bleib doch irgendwie in der Nähe. Aber Lord Chaitanya meinte, nein, ich kann nicht in der Nähe bleiben, ich bin Sannyasi, ich kann nicht nach Hause kommen zu dir. In Sannyasi, ich muss weggehen. So. Aber die Mutter meinte, bleib in der Nähe. Und dann haben sie sich sozusagen geeinigt, dass er nicht sofort irgendwo anders hingeht, sondern wo geht er hin? Nach Jagannath Puri, genau. Und Jagannath Puri war dann sozusagen so ein neuer Aufenthaltsort. Und so konnten die Devotis aus Mayapur, aus Navadvip, konnten immer schön nach Puri reisen. Und das ist nicht weit von
Mayapur nach Jagannath Puri ist nicht sehr weit. So. Kann man mit dem Zug fahren heutzutage, wenn man mit dem Flugzeug fliegen, ist noch schneller. Aber früher sind diese alles gelaufen. So. Und die Devotis kamen regelmäßig, um Lord Chaitanya in Puri zu besuchen. Und da wird auch beschrieben, wann sie kamen. Sie kamen meistens zum Ratha-Yatra. Und dann konnten sie auch immer mitteilen, auf dem, wenn sie hin und her gepilgert sind, konnten sie immer, Satchimata, konnten sie immer mitteilen, wie es Lord Chaitanya ging. Und das war Satchimata wichtig. Sie wusste, wie geht es meinem Sohn. So. Und das hat sie sozusagen zugestimmt. Und Lord Chaitanya konnte sich dann an diesem Aufenthalt bei Advaita Acharya von seinen Devotis verabschieden und speziell von seiner Mutter verabschieden, dass er sie das letzte Mal persönlich so sah. Und sonst hatten sie dann nur noch so Austausch, indem die Devotis von beiden erzählt haben, dem anderen. Und genau das ist die Situation. Und Lord Chaitanya hat dann gesagt, okay, ich werde das machen, um meine Mutter zufriedenzustellen, werde ich nach Jagannath Puri gehen. Und werde sozusagen meine Reise nach Vrindavan verschieben. Er ist immer verschoben, er wollte nach Vrindavan gehen. Aber die Devotis haben ihn immer ausgetrieben und gesagt, nein. Weil was wussten sie, diese Devotis? Haben gesagt, wenn Lord Chaitanya nach Vrindavan geht, wird er nicht mehr zurückkehren. So, es wird ihn verändern. Es ist also schon total verrückt, Krishna zu sehen und Krishna zu lieben. Er ist total in der höchsten Liebe. So, und dann geht er nach Vrindavan, dann wird er total verrückt werden. So. Also wieder zurück zu der Szene. Lord Chaitanya ist an der Ganges. Und was macht Nityananda? Wird in den nächsten Versen erzählt. Habe ich auch gleich, das gelernt, jetzt kommt doch die Story und genau die kommt dann auch, ist auch sehr, sehr funny. Weil, was hat Lord Nityananda gemacht? Er wollte nicht, dass sein Herr, weil er ja wusste, dass es eigentlich Gott ist. Lord Chaitanya ist Gott selbst, der muss nicht Sannyas nehmen, eigentlich. Der muss so eine Sache nicht machen, aber er hat es gemacht. Und warum hat er es gemacht? Weil er gemerkt hat, als Nimai Pandit, als großer Gelehrte, konnte er zwar auch predigen, aber viele Leute haben ihn gar nicht ernst genommen. Nur hohe Gelehrte haben mit ihm diskutiert, aber der normale Mensch hat ihm gar nicht den gebührten Respekt entgegengebracht, wie es eigentlich sein sollte. Und deswegen hat Lord Chaitanya gesagt, ich muss Sannyas nehmen in diesem Kali-Yuga, in diesem Zeitalter. Weil dann werden mir auch die einfachen Menschen Respekt erweisen. Das ist auch nur die Kultur heutzutage. Wenn du nach Indien gehst, wenn ein Sannyasi kommt oder wenn jemand kommt in Safran, ein Bettelmönch, ein Sadhu, dann hören die Leute, wollen die von ihm hören, geben ihm Spenden und bringen ihm Respekt mit. Und deswegen hat Lord Chaitanya das gemacht. Aber Lord Nityananda hatte was dagegen. Er sagt, ach, mein Herr, der muss sowas nicht machen. Das ist alles nur so förmlich. Das brauchst du eigentlich gar nicht. Und deswegen hat er dann, ich glaube, es war so, Lord Chaitanya hat ein Bad genommen. Er hat ein Bad genommen und hat dann zu Nityananda gesagt, hier, pass auf meinen Danda auf. Das ist ganz neu, der ist mir ganz wichtig, ganz heilig. Du musst auf ihn aufpassen. Und Lord Nityananda hat gesagt, oh, okay. Mein Herr, das mache ich, aber im Hinterkopf hat er sich gedacht, oh, das ist jetzt meine Chance. Jetzt werde ich etwas ganz Lustiges machen. Weil Nityananda hat nur so verrückte Sachen gemacht. Lord Chaitanya hat sein Bad genommen und in der Zwischenzeit, das hat Lord Nityananda gemacht, hat den Stab zerbrochen. Und hat sozusagen Lord Chaitanya damit gezeigt, du bist der höchste Herr, du brauchst das nicht, du brauchst keinen Danda. Du bist auch so ein perfekter Sannyasi oder der höchste Herr. So. Und dann sehen wir auch, was dann passiert. Lord Chaitanya sucht dann sozusagen seinen Danda, fragt Nityananda. Nityananda gibt das zu, sagt, oh, ich habe ihn zerbrochen. So. Und Lord Chaitanya war total böse mit ihm. Aber natürlich auf der transzendentalen Ebene. So. Weil die können sich nicht böse sein. Wir sind ewig die besten Freunde. Wie Brüder. So. Wie die besten Freunde, wie Brüder. Und im Endeffekt, das hat er gemacht, hat dann sein Spiel, war zornig auf Lord Nityananda, gesagt, okay, dann gehe ich alleine. Ihr versucht mich die ganze Zeit zu verwirren. Ihr akzeptiert das nicht, was ich mache. Ihr lasst mich nicht nach Vrindavan. Ihr wollt immer, dass ich das mache, was ihr wollt. Ich bin frei, ich kann machen, was ich will. Und was hat Lord Chaitanya gemacht? Ging nach Jagannath Puri. Und dann wurde so schön beschrieben, wie Lord Chaitanya nach Jagannath Puri geht. Weil warum geht der Herr nach Jagannath Puri? Weil er da nämlich den findet, den er eigentlich in Vrindavan die ganze Zeit besuchen will. Shyama Sundar, nämlich Krishna, der wunderschöne Krishna, der Flöte spielt, nur in einer anderen Form, nämlich in seiner anderen ekstatischen Form als Jagannath. So. Und auf dem Weg nach Jagannath Puri sieht Lord Chaitanya Jagannath überall.
Und er will ins Zentrum, in das Herz von Jagannath Puri, nämlich in diesen großen Tempel, wo Jagannath Swami seit Jahrtausenden, vielen Jahren, seit wann ist er erschienen? Ich glaube im Satya Yuga, in einem sehr anderen Yuga ist er erschienen und seit diesem Yuga wird er da verehrt. Und wie wir ja wissen, Jagannath ist erschienen und er wurde von Brahma installiert. Allein Jagannath ist so eine besondere Form, weil Jagannath heißt der Herr des Universums. Und er ist Krishna selbst, auch wenn manche ihn sehen und sagen, das ist Vishnu, aber Vishnu ist nicht schwarz. Er kann schwarz sein, klar. Aber im Endeffekt ist er Krishna selbst, er ist Shyama Sundar. Weil Jagannath ist nicht alleine, so wie Vishnu vielleicht manchmal alleine ist oder mit Lakshmi. Aber wer ist an seiner Seite? Balaram und Subhadra. Und dadurch zeigt er, ich bin nicht Vishnu. Ich kann auch Vishnu sein, aber klar, ich bin eigentlich Krishna. Und das ist mein Bruder Balaram, das ist meine Schwester Subhadra. Und in dieser Dreierkombination sind wir erschienen in Vraj, in Vrindavan eigentlich. Ja, und Lord Chaitanya wollte Jagannath sehen und Jagannath war sein Herz und seine Seele im Endeffekt. Lord Chaitanya kann man nicht trennen von Jagannath. Er war immer in diesem Trennungsschmerz von Lord Jagannath oder diesen Trennungsschmerz hat er gelebt. So. Und als er dann im letzten Verse wird erklärt, was ist passiert, Lord Chaitanya geht nach Jagannath Puri, sieht Lord Jagannath 1:1, sieht da seinen geliebten Herr drin und was macht er? Fällt zu Boden. Was er öfter gemacht hat. Er hat Lord Jagannath gesehen und dann wurde er beschrieben, was er gesehen hat. Er hat nämlich Lord Jagannath nicht so gesehen, wie wir ihn sehen würden, sondern er hat richtig Krishna gesehen, der Flöte spielt, der gewisse Sachen macht, der sich bewegt und ist in Ekstase gefallen. Und kurz bevor er losgegangen ist, ist auch interessant hier, hat Lord Nityananda ihm noch ein, zwei Geschichten erzählt. Nämlich von Madhavendra Puri. Und das ist eigentlich auch eine Geschichte, Madhavendra Puri. Wen hat Madhavendra Puri entdeckt? Wer weiß es? Das war sein Schüler, genau. Das war sein Schüler und das ist auch der spirituelle Meister von Lord Chaitanya. Genau. Aber Madhavendra Puri war auch viel in Vrindavan und er war am Govardhan. Und am Govardhan hatte er eine Bildgestalt gefunden. Nämlich Gopal. Und dieser Gopal ist ihm sozusagen erschienen. Deswegen ist Madhavendra Puri auch so besonders für uns. Wir haben ja letztens das, glaube ich, erzählt, war die Geschichte. So nice eigentlich, diese Story. Das Krishna selbst ist ihm erschienen und hat ihm was? Milch hat er ihm angeboten, ne? War das? Der ist gefunden im Busch. Man hat ja dann die Einwohner von dem nächsten. Ja, aber davor war doch, Krishna ist ihm doch erst erschienen. Was hat er ihm gegeben? Das ist eine andere Geschichte. Das ist die zweite, die er erwähnt hat. Ach, die zweite Geschichte, okay. Auf jeden Fall hat er diesen Dedi gefunden. Und diesen Dedi hat er dann installiert und hat ihn auf den Govardhan gebracht. Und da gibt es eine ganze Story drüber, wie der Dedi sich etwas gewünscht hat. Ne? Ja. Hat sich Sandelholzpaste gewünscht. Und dann ist Madhavendra Puri, glaube ich, auch nach Jagannath Puri, ja, ist er gegangen. Und hat diese Sandelholzpaste hat er abgeholt. Aber dann ist noch speziell, Krishna hat sich ihm offenbart. He? Ich weiß nicht mehr, einmal mit Milch oder mit Joghurt, ich weiß nicht mehr, was es genau war, aber Krishna selbst ist ihm erschienen. Und Madhavendra Puri hat es erst nicht begriffen, aber dann später hat er realisiert, er hatte jetzt direkt einen Darshan von Krishna selbst. Und das ist halt ganz speziell. Da sehen wir halt auch, dass Madhavendra Puri ein sehr reiner Gottgeweihter war. Und sein Samadhi ist jetzt an der Nähe vom Govardhan, am Govindakund, ist sein Samadhi. Und da können wir hingehen und können direkt zu ihm beten. Und deswegen, wir sind die Gaudiya Madhva Sampradaya. Und wir sagen, okay, es geht von Brahma aus, vom ersten Lebewesen. Und Madhvacharya, klar. Aber eigentlich, wir als Vaishnavas, Madhvacharya ist auch gut, ist auch super ekstatisch und ist sehr, sehr wichtig in unserer Linie. Aber für uns als Vaishnavas ist nicht Madhvacharya unbedingt der Link, sondern Madhavendra Puri. So. Das ist auch sehr interessant. Weil Lord Chaitanya, was hat er gemacht? Er hat seinem spirituellen Meister Ehre entgegengebracht, aber wen hat er noch mehr Ehre entgegengebracht? Den Schülern von Madhavendra Puri. Und wer war Schüler von Madhavendra Puri? Advaita Acharya zum Beispiel. Das waren immer Ältere. Und denen hat er immer gesagt, ihr seid noch älter, ihr seid noch fortgeschrittener. Und das waren immer so, das waren die höchsten Devotees zu der Zeit. Das waren die Schüler von Madhavendra Puri. So, sehr, sehr interessant auch.
Deswegen Madhavendra Puri ist, es gibt so viele ekstatische Lilas über ihn und auch Geschichten über ihn. Und er ist sozusagen auch der Link zu Gaudiya Vaishnava, Sampradaya und halt auch nach Vrindavan, weil er sehr angehaftet war an Vrindavan. Und genau, dann war die Story und dann ist diese andere Story noch, dass Lord Chaitanya geht nach Puri und alle, die schon mal in Puri waren, wissen das, dass man, bevor man nach Puri reinfährt, ein paar Kilometer außerhalb von Puri, gibt es einen Ort, den Prabhupada hier auch so wunderbar beschreibt, wie eine Erläuterung, ja, du musst den Zug nehmen und die Station und die Station und ein paar Kilometer vor Puri ist diese Station, wenn du da aussteigst, dann ist da dieser Tempel. Wo man eigentlich hier anhand dieser Erläuterung im Chaitanya Charitamrita, da kannst du eigentlich eine Pilgerreise machen. Prabhupada schickt die, sagt dir, die Station aussteigen, dann läufst du da lang und dann findest du den Tempel, findest du dies, findest du das. Eigentlich total ekstatisch so. Wo man einfach sieht, Prabhupada war da auch. Der hat diese Orte besucht, deswegen kann er sie auch detailliert so beschreiben. Und er schickt uns eigentlich innerlich auf so eine Reise. So, und will vielleicht sogar, dass wir da auch mal hingehen. So. Und da wird beschrieben von Sakshi Gopal, dieser Deity. Und diese Story kennen wir auch alle. Ne? Das ist eine super nice Story. Wer kennt sie nicht? Würde mich wundern, jeder kennt sie. Ne? Dieser Deity, genau, der dem Brahmana gefolgt ist, um ihn sozusagen, wie sagt man, ein Zeuge zu sein. Genau, Zeuge zu sein für das, was der ältere Brahmana, der jüngeren Brahmana versprochen hat. Nämlich die Hand seiner wunderschönen Tochter. So. Und Sakshi Gopal, was hat er gemacht? Hat erstmal mit dem Brahmana gesprochen, wo er ihm erst gesagt hat, nee, ich kann nicht sprechen, ist unmöglich. So, und dann hat der Brahmana gesagt, ja, aber du kannst auch essen, kannst dies und das machen, natürlich kannst du auch sprechen und du kannst auch laufen, wenn du willst. Also folge mir, du musst mein Zeuge sein, du musst für mich aussagen, weil du hast es gehört, was der Brahmana zu mir sagte, vor deinen Augen. Und was ist dann passiert? Der Brahmana ist losgelaufen und der Deity, Sakshi Gopal, meinte zu ihm, du, ich folge dir, aber du darfst mich nicht angucken. Du gehst vor und ich werde dir hinterher laufen und du wirst wissen, dass ich dir folge, indem du meine Fußglöckchen hörst. Ja? Das ist voll nice eigentlich. Überleg mal, ein Deti läuft hinterher und hörst du die Fußglöckchen. Und denkst du, boah, Krishna, kann man sich gar nicht vorstellen. Aber da hat es gezeigt und da hat Krishna auch gezeigt, ich bin nicht einfach nur eine Bildgestalt, ich bin eine Persönlichkeit. Und ich kann so Sachen machen, wenn ich das will. Und so, und die ist nicht klein, die Bildgestalt, sondern eine große Bildgestalt. Und er ist ihm gefolgt, Richtung Puri. Und dann irgendwann hat der Brahmana diesen Klang nicht mehr gehört und hat sich umgedreht. Und was passiert? Wie Krishna gesagt hat oder Sakshi Gopal gesagt hat, ich werde mich dann nicht mehr bewegen. Ich bleibe da stehen, wo du mich anguckst. Und da ist er stehen geblieben. Und das war ein paar Kilometer vor Puri. Und da haben die Gottgeweihten dann einen Tempel gebaut. Und da kann man auch Darsha nehmen. Bloß das Blöde ist, dass in Jagannath Puri immer noch leider Sitte ist, dass westliche Devotis nicht in den großen Tempel dürfen. Und weil sie nicht zu Jagannath in den großen Tempel dürfen, was eigentlich ein Unding ist, haben andere Tempel drumherum und so auch dieser Sakshi Gopal Tempel außerhalb von Puri hat auch noch diese Regel, dass du als westlicher Devoti keinen Zugang haben darfst. Aber du kannst von außen da schon. Und unsere indischen Devotis sind natürlich sehr gesegnet, dass sie direkt Darsha nehmen können von Sakshi Gopal. Sehr, sehr spezieller Deti. Aber sie diskutieren es in Puri, dass sie nicht vielleicht eine Ausnahme machen. Weil jeder mit dem indischen Körper darf in diesen Tempel rein, zu Lord Jagannath. Und man sieht nicht anhand des Körpers, an was du für einen Glauben hast. Oder ob du Atheist bist oder was auch immer. Aber wenn wir da kommen, mit weißer Hautfarbe, sagen sie, nein. Du darfst hier nicht rein. So. Und weil eigentlich ein paar auch wissen, dass das nicht richtig ist, dass es auch nicht der Wille ist von Lord Chaitanya oder auch nicht der Wille von Krishna, dass nur eine gewisse Menschengruppe in diesen Tempel darf. Weil der Herr des Universums ist nicht nur für Inder, der Herr des Universums ist nicht nur für Hindus, sondern er ist eigentlich für alle Menschen. Und deswegen diskutieren die, ob sie nicht eine Ausnahme machen, speziell für die ISKCON-Devotees. Aber es geht ja schon ein paar Jahre und ich hoffe, wir werden das noch in diesem Leben erleben, weil ich würde mich freuen, da mal in diesen Tempel zu können. Überleg mal, du gehst in diesen Tempel, stehst an der Säule, wo Garuda drauf, Garuda Stamba, und stehst da genau an dem Punkt, wo Lord Chaitanya auch stand. Und fällst ein bisschen da in Ohnmacht, genauso wie Lord Chaitanya. Das muss voll ekstatisch sein. Das ist einfach mal so zu sehen. Weil Lord Chaitanya ist ja reingelaufen.
direkt zu Jagannath. Und weil er so nah an Jagannath war, ist er in Ekstase gefallen. Und später hat er sich gesagt, ich kann nicht so nah an Jagannath ran, weil er ist mein Herr. Ich falle jedes Mal in Unmacht. Also muss ich in gebührenden Abstand nehmen. Und deswegen ist er an die Garuda Stamba, an diese Säule gegangen, die eigentlich am Ende des Tempelraums ist, oder am Anfang des Tempelraums. Und da stand mit so einer Entfernung, hat er dann Darshan genommen. Und da gibt es viele ekstatische Beschreibungen, wie Lord Chaitanya Darshan nimmt. Da gibt es zum Beispiel eine, da war so der Tempel so voll, und Lord Chaitanya konnte Jagannath nicht sehen. Und was hat er gemacht? Er ist auf einer Frau raufgeklettert, um Darshan zu nehmen. Und hat sie sozusagen gesehen. Und alle Servants waren so, ja, was machst du? Du berührst eine Frau, du läufst, du gehst auf eine Frau rauf, das kannst du nicht machen. Und Lord Chaitanya hat das erstmal, war dann in Ekstase, wo sie ihm das erklärt haben, ging er wieder runter. Und hat sich im Endeffekt entschuldigt. Und hat aber diese Frau gesegnet. Das ist also auch ganz speziell. Lord Chaitanya hat lustige Sachen gemacht. Oder eines Tages halt auch, hat ein Devoti sehr schön gesungen und Lord Chaitanya war so angezogen. Er sagt, ich gehe in diesen Tempel, ich muss diese Person sehen, die da für Lord Jagannath singt. Aber es war wieder eine Frau. Und seine Servants haben gesagt, Lord Chaitanya, es ist schön, diese Bhakti zieht dich an, aber es ist eine Frau. Und dann Lord Chaitanya wieder in der Rolle eines Sannyas, er sagt, okay, danke, dass ihr mich wart. Und er ist nicht reingegangen, aber hat es trotzdem Lob gepriesen, diese Mataji, wie schön sie gesungen hat. Und da gibt es viele, viele, viele Lilas, die er mit Jagannath erlebt hat. Und besonders ist, wenn er Jagannath anguckt und etwas anderes drin sieht. Das ist auch ganz speziell. Oder auch im Chaitanya-Charitamrita beschrieben, wie er sieht, Krishna spielt Flöte. Oder Krishna und Balaram streiten sich gerade. Da gibt es verschiedene Sachen, die er live gesehen hat im Jagannath-Pool. Und ja, aber warum wollte er unbedingt nach Vrindavan? Weil in Vrindavan die Virajasis eine ganz bestimmte Mut haben. Klar können sie auf ewig mit Krishna zusammen sein, aber auf einer anderen Art haben sie die Ebene, dass sie ja eigentlich von Krishna getrennt sind. Und das ist genau die Mütstimmung, die ja Lord Chaitanya auch hatte. Er war die ganze Zeit getrennt von Vrindavan, er war getrennt von seinem Herr, er war getrennt von Jagannath. Und diese Gemütstimmung ist speziell in Vrindavan zu finden. Und deswegen wollte er unbedingt nach Vrindavan. Weil was ist passiert in Vrindavan? Die Devotis hatten so viel Gemeinschaft mit Krishna selbst, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Und dann ist Krishna einfach gegangen. Obwohl wir ja wissen, er verlässt Vrindavan nie, aber er ist gegangen einfach. Ist nach Mathura gegangen, hat nur gesagt, ja, ich komme wieder, ich mache nur schnell, töte nur schnell Kamsa, dann bin ich wieder da. Aber so war es nicht. Und die Gopis wussten das. Wenn Krishna verlässt uns, wird er nicht wiederkommen. Weil dann wird er die ganzen schönen Königin sehen und sehen und seine anderen Bhaktas und dann wird er bei ihnen bleiben. Genauso war es dann auch gegen Mathura. Dann hat er Mathura beschützt. Dann hat er gesagt, okay, ich werde hier nur angegriffen in Mathura durch die Dämonen. Also muss ich was schaffen, wo die Dämonen mich nicht angreifen können. Und so ging er dann nach Dwaraka. Und so kam er nie wieder eigentlich. Bis auf den einen Punkt, dass dann, ich weiß gar nicht mehr, was für ein besonderer Tag war, dass dann die Devotis aus Vrindavan ihn besucht haben in Dwaraka oder in Kurukshetra. Und dann wollten sie ihn eigentlich zurückholen, aber Lord Krishna ist nie wieder zurückgegangen. So. Und deswegen diese Gemütsstimmung. Das ist die Gemütsstimmung, die Lord Chaitanya gelebt hat, dieser Trennungsschmerz, und den wir lernen können, den wir mit den Einwohnern von Vrindavan Gemeinschaft haben, weil die leben diese Gemütsstimmung. Sie sind getrennt von Krishna. Obwohl Krishna immer da ist. Man sagt, Krishna verlässt Vrindavan nicht, aber er hat es so gespielt. Sein Spiel ist so, um diese Persönlichkeiten, die erleben, seine Gottgeweihten, diesen Trennungsschmerz, dass sie das erleben können. Und das hört sich brutal an, ne? Trennungsschmerz. Nichts Schönes eigentlich. Aber man sagt, dass im Bhakti-Yoga dass das die höchste Ekstase ist. Nicht direkte Gemeinschaft, direkter Dienst, sondern dieser Trennungsschmerz. Das ist, wie heißt das? Vipralabha. Genau, dieses Wort, genau. Das ist die höchste Ekstase. Und die hat Lord Chaitanya hervorgelebt. Und deswegen hat er auch Vrindavan so, wollte er immer nach Vrindavan. Und als er dann seine Südindien-Tour gemacht hat, am Ende und dann eigentlich alle heiligen Orte besucht hat, ganz am Ende erst geht er nach Vrindavan.
Und dann nur mit einem Servant und er. Ein Servant und er gehen nach Vrindavan. Und dann passiert genau das, was ich alle gedacht habe. Er ist total in Ekstase und ist auf dem Weg schon total verrückt und wird vor Ort noch verrückter. Aber diese Verrücktheit und dieser Trennungsschmerz führt ihn auch dazu, dass er was macht? Nämlich uns eigentlich Vrindavan wieder schenkt, weil Vrindavan war verloren gegangen. Vrindavan war einfach nur noch ein Dschungel, da waren keine Tempel, da war nichts. Aber Krishna war vor 5000 Jahren da und hat an gewissen Stellen überall, in ganz Vraj, an so vielen Stellen, hat er Lilas vollführt. Aber diese Plätze sind verloren gegangen. Und Lord Chaitanya ist dahin gegangen und hatte diese Sicht, weil er Gott selbst ist, hat das gesehen. Hier ist das passiert, da ist das passiert. Da ist der Radha-Kund, da ist dies, da ist das. Und so hat Lord Chaitanya für uns das vergessene Vrindavan und diese Gemütsstimmung von Vrindavan, hat er uns wieder geschenkt. Uns, die überhaupt nicht qualifiziert sind, die eigentlich gar nicht qualifiziert sind. Uns hat er das gegeben. Und hat gesagt, für alle Menschen ist das. Vrindavan, ich gebe den Menschen Zugang zu Vrindavan und den Zugang zu Krishna durch den heiligen Namen. Für alle. Und das speziell. Deswegen hat Lord Chaitanya Vrindavan wieder geöffnet für die ganze Welt. Das war sein Plan. Aber wie gesagt, er hat dann seine Schüler hat er dann beauftragt, das weiterzuführen, weil Lord Chaitanya war nicht lange da. Ich weiß gar nicht, wie lange, aber er war nicht lange da. Hat ein Parigam gemacht, alle Orte besucht, hat Radha-Kund entdeckt, war in Mathura, am Govardhan, war in verschiedenen Orten, aber dann ist er auch wieder gegangen. Er musste gehen, weil er sonst, das wäre nicht gut gegangen. Und da gab es auch einen Grund, warum er gegangen ist. Aber im Endeffekt, um wieder diesen Trennungsschmerz noch mehr zu erleben, halt von Vrindavan. Und dann sehen wir, aber dann ist er wieder nach Puri zurückgegangen. Und die letzten Jahre in Puri, wo er dann die höchsten Ekstasen vollführt, das sind eigentlich die krassesten Lilas, die man lesen kann von Lord Chaitanya. Was er da erlebt, diese hohe Ebene, dieser Trennungsschmerz. Und er sieht Krishna überall und er sieht Jagannath überall und er vermisst Vrindavan und alles. Und dann, was er macht, ne? wie er sich gibt, wie die Devotis eigentlich überhaupt nicht mehr ihn unter Kontrolle haben und ihn eigentlich auch gar nicht mehr normalisieren können. Er einfach nur noch das macht, in was er will, auf höchster Ekstase. Und eines Abends, wups, verschwindet er einfach. Und die sperren ihn sogar ein am Ende. Das muss man sich vorstellen. Die war so, die wussten nicht mehr mit ihm, haben gesagt, die können ihn nicht mehr schützen. Wir müssen ihn einschließen abends. Und dann haben sie ihn in den Gambira, in seinen eigenen Raum, haben sie ihn eingeschlossen. Weil sie gedacht haben, der macht sonst irgendwas Komisches. Ja, was hat er gemacht? Trotzdem ausgebrochen. Eines Tages. Und dann gibt es die zwei Varianten. Ne? Die einen sagen, er ist ins Meer gegangen, was aber wir nicht eigentlich unterstützen. Und wir sagen eher, er ist wohin gegangen? Zu Gopinath. Nee, wie heißt der Deti? Toter Gopinath. Genau, Toter Gopinath. Zum Toter Gopinath Deti ist er gegangen, in den Tempel. Ich weiß gar nicht mehr, von wem dieser Deti verehrt wurde. Ist auch eigentlich eine sehr nice Story. Aber das ist ein Deti, der stand eigentlich mal. Und wurde auch von irgendeinem aus unserer Linie, ich komme gerade auf den Namen nicht, wer ist das vielleicht jemand? Irgendeine hohe Persönlichkeit aus unserer Linie, wurde er verehrt und er hatte diese Regel gesetzt, er wird den Deti bis zum Lebensende verehren. Er wird ihn umziehen, wird ihn galan, wird ihn auf hohen A, so wie wir hier Goranga verehren, so wird er diesen Deti verehren. Aber weil er immer älter wurde, konnte er nicht mehr wirklich aufrecht stehen und das war ein großer Deti. Konnte ihn nicht mehr anziehen, konnte ihn keine Girlande mehr ummachen. Und weil Krishna seinem Devoti ja sehr lieb ist und er ihm ja auch dienen möchte, sein Devoti, was hat dieser Deti gemacht? Er hat sich einfach eines Tages hingesetzt. Hingesetzt, hier im, wie sagt man, im Schneidersitz, sitzt er einfach da und hat dann diese Verehrung weitergeführt. Und man sagt, dass Lord Chaitanya an seinem letzten Tag ist er zu diesem Toter Gopinath Deti gegangen und ist eingegangen in diesen Deti. Und wenn man da hingeht und wenn man Glück hat, sieht man das. Hat er im linken oder am rechten Knie, ich weiß es nicht, hat er einen kleinen Riss. Und da sagt man, dass da Lord Chaitanya reingegangen ist. Und dann hat er diese materielle Welt wieder verlassen. Und deswegen ist dieser Deti so wunderschön. Jai Vijay Gurangadhara. Und das ist der einzige Deti, der stehend war und sich hingesetzt hat.
ganz spezieller Deity. Und ja, und so sind dann, gehen die Pastimes sozusagen von Lord Chaitanya zu Ende. Aber über Lord Chaitanya kann man so viel sagen und so viel erzählen. Und hier jetzt tanzen sie beide wieder in ihrem neuen Outfit hier rum. Und freuen sich schon auf was? Nämlich auf das Erscheinen von Lord Chaitanya. So, weil am Dienstag ist es wieder soweit. Das ist unser neues Jahr. Unser neues Jahr, Vaishnava-Jahr. Und wir gehen jetzt ins Jahr, letztes Jahr haben wir darüber gesprochen, 537. Vor 537 Jahren, also am Dienstag, ist Lord Chaitanya erschienen. Und darüber werden wir jetzt bald hören, über sein glücksverheißendes Erscheinen. Und wer mehr über diese Spiele hören möchte, über Lord Chaitanya und Lord Nityananda, soll das Chaitanya Charitamrita lesen. Weil das ist das, wo das alles erklärt wird. Und wo diese höchsten Formen der Ekstasen und der Reinheit und der Spiele von Lord Chaitanya erklärt werden. Und deswegen hat Lord Chaitanya, hat Prabhupada auch gesagt, wer Bhakti wirklich leben will und wer es verstehen will, soll meine Bücher lesen und studieren. Erst Bhagavad Gita, dann Srimad Bhagavatam und wenn man das fertig hat, dann soll man Chaitanya Charitamrita lesen. In dieser Reihenfolge. Und wenn man das einhält, dann wird man allmählich, kommt man zu dieser Liebe. Und dann kann man, wenn man das Chaitanya, wenn man das Bhagavatam studiert hat, wo nicht viel über Lord Chaitanya drinsteht, nur ein paar Versen, es versteckt, aber dann kann man Lord Chaitanya verstehen am Ende. Und da packt Prabhupada alles rein. In Chaitanya Charitamrita sind alles drin, in seinen Purports, da erklärt er sozusagen die höchsten Gefühle, die Lord Chaitanya hat und die die hohen Gottgeweihten in Vrindavan nämlich auch haben. Nämlich diesen Trennungsschmerz, dieses Getrenntsein von Krishna und ihm trotzdem weiterhin Dienst darbringen. In dieser Mut, überlegt mal. Und das ist eigentlich das, was wir auch machen sollten. Jeden Tag sollten wir eigentlich so chanten wie, oh Krishna, Krishna, wo bist du? Komm zurück, ich will dich sehen. Aber machen wir das? Nein. Chanten so mechanisch, so Krishna, segne mich mal Krishna, segne mich, ich brauche es. Ich bin wieder so unrein, bitte reinige mich. So, aber das ist nicht die richtige Stimmung, wo wir eigentlich chanten sollten. Wir sollten immer so wie so ein Kind, das nach seiner Mutter schreit. So, wo bist du? Lass mich nicht allein. Mal sehe ich dich nicht. So. Mal kann ich dich hören, mal kann ich nicht hören. Und eigentlich sollten wir ihn immer hören wollen. Deswegen sollten wir immer chanten. 24 Stunden am Tag. Das ist das, was Lord Chaitanya auch gemacht hat, vorgelebt. Immer gechantet. Immer über Krishna gehört. War immer im Dienst beschäftigt. Und das sollten wir auch tun. Aber machen wir leider nicht. Weil wir noch nicht so ernsthaft sind. Aber das ist die Ebene, wo wir hin sollen. Und was wir sehen können an den großen Gottgeweihten. Wie Prabhupada oder unseren spirituellen Meistern. Oder anderen fortgeschrittenen Devotis, so werden wir es sehen, die machen das, was Lord Chaitanya vorgelebt hat. 24 Stunden im Krishna-Bewusstsein sein. Und das realisieren, ey, ich bin hier in dieser materiellen Welt und das ist nicht mein Zuhause. Ich bin nicht dieser Körper, aber was bin ich? Ich bin eigentlich ein Diener Gottes. Und ich bin eigentlich ein Devoti von Lord Chaitanya und von Krishna und der ist nicht da. Und das ist kein schönes Gefühl eigentlich. Also muss ich Zuflucht suchen bei ihm. Weil er ist da durch seinen heiligen Namen, er ist da durch die Devotis, er ist da durch den Deity, er ist da durch so viele Arten und Weisen. Und trotzdem suchen wir nicht richtig Zuflucht dabei. Bei ihm, in seinen Erweiterungen, in diesen verschiedenen Aspekten. Und immer denken wir noch, ah, es gibt doch noch viele andere schöne Sachen, die interessant sind. Und mein Leben und ich und mein ist doch alles so wichtig. Aber eigentlich ist es überhaupt nicht wichtig. Lenkt uns eigentlich alles nur ab von dem, was wir eigentlich machen sollten. Nämlich Zuflucht suchen im heiligen Namen. Bei den Deities, bei den Gottgeweihten, beim Prasadam. Und das sollte alles, das ist das Einzige, was unser Leben eigentlich lebenswert machen sollte. Und das hat Lord Chaitanya vorgelebt. Und deswegen, ja, sollten wir zu ihm beten und dann im nächsten Jahr ernsthafter zu werden. Und das wünsche ich mir auch und das wünsche ich euch allen, dass wir ernsthafter werden und das verstehen, was Lord Chaitanya uns eigentlich gegeben hat. Und wenn wir das verstehen würden, dann würden wir auch in Ekstase sein, eigentlich jeden Tag. Aber sind wir nicht, weil wir das immer noch nicht verwirklicht haben, was Lord Chaitanya uns eigentlich gegeben hat. Aber wir können das kultivieren. Und deswegen sollten wir zu ihm beten, dass er uns ein bisschen mehr erleuchtet und dass wir tiefer gehen dürfen und dass wir das verstehen, was wir eigentlich machen. Dass wir in dieser göttlichen Mission beschäftigt sind, dass wir Lord Chaitanya helfen. Und Lord Chaitanya ist auch in unserem Herzen und er wird uns
diese Reinheit auch schenken können. Wenn wir es wollen. Genau, gibt es Fragen dazu? Oder einen Kommentar? Oder noch einen Zusatz von unseren Pandits hier? Du hast Fragen, na los, frag. Ich frage jemanden, ob jemand fragt. Ach so, okay. Wenn nicht, da Ramadachi. Ich habe eine Frage, und zwar, du hast ja gesagt, dass die Bücher in dieser Reihenfolge lesen. Wieso hat Frau Bart dann nicht erst das Bhagavatam vollständig übersetzt? Weil da fehlten ja die Elfen zu erkennen. So können wir das, das wurde ja dann von seinen Schülern übersetzt. Ja, weil er es nicht geschafft hat. Ja, weil er das unbedingt fertig haben wollte. Unbedingt. Das war ja noch wichtiger, war genau. Deswegen war es so wichtig. Hat er das Caitanya-Charitamrita hat er in so einer kurzen Zeit hat er das ja. Das, ich weiß nicht mal wie viel, aber der wollte das unbedingt fertig haben. Bhagavatam hat sich Zeit gelassen. Also okay, wir schaffen das. Aber wie wir am Ende sehen, er hat es leider nicht geschafft. Es ist nur bis 10.1 hat er es geschafft. Bis zum 13. Kapitel, glaube ich. Und das ist auch schon eine Leistung. Überleg mal. Von 12 Kantos, 10 Kantos fast komplett zu machen, das ist schon, oder 9, das ist schon eine Leistung. So. Und das Caitanya Charitamrita, dann haben die in ein paar Monaten, glaube ich, fertiggestellt. Ne? So total schnell. Und die Maler waren noch so, oh, lass uns noch Bilder malen. Aber das, nein, wir machen einfach Fotos von den heiligen Orten da rein und das reicht. Wir müssen das muss auf den Markt. Genauso wie wichtig war, Krishna-Buch muss auf den Markt. Genauso war ihm wichtig, Caitanya Charitamrita muss auf den Markt. Weil das ist das, was dem Westen fehlt. Bhagavatam natürlich auch, klar. Das ist ganz wichtig. Und es kommt von Prabhupada, diese Aussage, dass man das halt so lesen soll. Und ich kann nur sagen, ich hab mich dran gehalten. Und ich weiß, dass ich will nicht sagen, ich habe alles verstanden im Caitanya Charitamrita, weil es sehr hoch ist, aber es war schon gut, dass ich dieser Reihenfolge gefolgt bin. Und alle Devotis haben das damals zu mir gesagt, studiere die Bücher so, wie Prabhupada das gesagt hat. Das hat einen Sinn. Heutzutage, die Devotis lesen alles so querbeet, aber lesen nichts richtig. So. Und deswegen sollte man das ordentlich machen. Und ich empfehle das auch anderen. Macht das so, weil Prabhupada hat da einen Sinn drin gehabt. Wer wollte das so? Nochmal dazu, Stimmt, der hat ja auch Caitanya Bhagavat übersetzt. Ja. Genau, und Srila Prabhupada, sein Fokus war wirklich auf das Srila Bhagavat. Mhm. Ja, weil ohne das Srila Bhagavat kann man auch so Caitanya nicht richtig verstehen. Genau. Ja, wie das immer gesagt wird, den ersten, zweiten Kanon, die Füße und so weiter. Mhm. Das ist dann so allmählich dann. Ja, genau. Und deshalb hat er auch das Krishna-Buch dann gegeben, als Zusammenfassung von 10. Kanon, dass wir da auch nochmal. Ne? Ja, genau. Klar, war Bhagavatam, stimmt schon. Ja, stimmt schon. Ja, ja. Wir hatten auch schon drüber gesprochen, dass einfach kein Mensch hat in so einer kurzen Zeit so viele Bücher übersetzt. Und selbst wenn das welche machen würden, bräuchtest du mehrere Leute mal ausreden. Du hast 30 professionelle Übersetzer, so Buchschreiberleute, genau wie man die nennt. Die würden dasselbe machen, was Prabhupada in dieser kurzen Zeit alleine gemacht hat. Das ist eigentlich unmenschlich. Und allein in diesem Punkt, dafür müssten sie eigentlich Prabhupada mal wertschätzen. Aber machen sie nicht, wollen sie nicht, ist klar, weil Prabhupada ist natürlich nicht so bekannt. Aber würde, das wäre, der müsste Preise kriegen dafür, weil kein Mensch, das kann niemand schaffen, was Prabhupada geschafft hat. Und dann sieht man einfach, dass Gott das durch ihn gemacht hat. Niemand kann so viele Bücher verfassen, übersetzen. Und dann auch in so einem Niveau, ne? Mit so einer Erläuterung, mit so einem tiefen Inhalt. Das ist unmöglich. Wir haben so viele heilige Schriften. Andere sagen, oh, wir haben ein Buch, ein, zwei Bücher, wir haben die Bücher, das sind unsere heiligen Schriften, an die wir uns beziehen. Wir haben so viel. Wir haben eigentlich noch viel, viel mehr. Aber wir haben nicht die ganzen Veden bekommen, wir haben die Essenz bekommen. Die Essenz, wo es nur um Bhakti geht, wo es nur um Krishna geht und sogar die höchsten Lieder. Das ist nämlich das, was heutzutage selbst den Hindus auch Unbekanntes, nämlich Lord Chaitanya. Weil du kannst nicht zu Krishna ohne Lord Chaitanya. Geht nicht, ist unmöglich. Aber heutzutage in Indien probieren das alles. Oh, Krishna, Krishna. Oder Vishnu, Vishnu, keine Ahnung.
oder den Halbgott, aber das höchste Ziel kannst du nur erreichen im Kali-Yuga durch Lord Chaitanya. Weil ja, er uns das vorgelebt hat. Er ist als Gottgeweihter erschienen, um uns ein Vorbild zu geben. So hast du es zu praktizieren, also mach das, folge mir. So, also können wir ja selber mal leben. Folgen wir Lord Chaitanya Mahaprabhu? Machen wir das, wie er es vorgelebt hat? Leben wir auch so eine Ekstasen aus? Zum gewissen Maße. Ne? Aber es könnte noch viel, viel krasser sein. Viel, viel tiefer könnte das gehen. Was wolltest du sagen? Ja, Prabhu, ich habe eine Frage. Und zwar, Sie sagten also gerade, dass also der Lord, also der Chaitanya, das ist ja der Weg in so eine Kali-Yuga. Mhm. Aber auch also gleichzeitig, die also eine Scheidung von Lord, also der Chaitanya, ist was also eine ganze, so eine Besonderes. Und so wie ich hier verstanden habe, das passiert nicht also mit jeder Kali-Yuga, sondern eigentlich also eine ganz selten. Ja. Dann können Sie was oder vielleicht also ein bisschen also mehr dafür also erzählen, warum es das so Besonderes ist? Ja, weil Krishna scheint ja auch nur einmal am Tag von Brahma, und alleine der Punkt ist schon, ein Tag von Brahma ist eine riesen Zeitspanne. Habe ich jetzt nicht im Kopf, keine Ahnung, wie viele Zeitzyklen das sind, aber es sind richtig viele Zeitzyklen, sind Millionen von Jahren, die vergehen, und da erscheint er nur einmal am Tag von Brahma. Also nicht in jedem Kali-Yuga. Eigentlich Kali-Yuga hier auf Erden heißt, du sitzt eigentlich nur dein Karma ab. Es gibt keinen Weg der Befreiung. So. Aber wir haben in diesem Kali-Yuga, was eigentlich unmöglich ist im Kali-Yuga, haben wir einen Weg der Befreiung bekommen durch den Yuga-Avatar Lord Chaitanya Mahaprabhu. So, und der hat uns diesen Weg überlebt. Chant Hare Krishna. Und ja, Chant Hare Krishna, fertig. Ganz simpel eigentlich. Nicht lange meditieren, keine große Verehrung, keine große Meditation, was gibt es noch? Große Yagyas, genau. Ist alles viel zu kompliziert, viel zu aufwendig, viel zu undurchführbar im Kali-Yuga. Und wir strugglen ja rum, allein nur 16 Runden Hare Krishna zu chanten. Wie sollen wir dann alles andere irgendwie auf die Reihe kriegen? Deswegen, Lord Chaitanya wusste schon Bescheid. Und Krishna wusste auch Bescheid. Er hat gesagt, okay, ich muss den Kali-Yuga, Menschen im Kali-Yuga auch eine Segnung geben. Ich muss ihnen nämlich das vedische Wissen überlassen. In Form nicht von einfach nur hören und sich daran erinnern, weil an was können wir uns schon erinnern? Wir sind so begrenzt. Ja, dann musste er erscheinen als Vyasadev, und Vyasadev hat das alles aufgeschrieben. Und deswegen ist es zusammen. Heiliger Name plus Bhagavatam. Das ist zusammen. Es geht zusammen. Das ist das, was Prabhupada uns gebracht hat, oder was wir der Menschheit auch bringen, was Lord Chaitanya auch wollte. So. Plus, wir haben noch die Krone obendrauf, das extra Plus, dass wir das Leben von Lord Chaitanya haben. Aber eigentlich Bhagavatam, die transzendentale Klangrepräsentation, plus den heiligen Namen Krishna selbst, das ist die Fahrkarte hier raus. Und die gibt es nur einmal. Und wir sind jetzt mittendrin. Und wir nutzen es nicht. Oder nutzen es nicht richtig. Aber wenn wir es richtig nutzen würden, können wir uns alle, geht's die spirituelle Welt. Und nicht nur in die spirituelle Welt, die auch nochmal unterschichtet, sondern auf die höchste spirituelle Welt. Den höchsten Planeten. Nach Goloka Vrindavan. Das ist auch so speziell. Dass man sich mal bewusst machen, was wir hier machen. Das ist nicht so was Billiges. Wir gehen zurück zu, wir gehen in den Himmel, wir gehen dahin. Nee, wir gehen direkt zum Ursprung. Da, wo alles herkommt, zu Krishna selbst. Eines Tages hat Srila Prabhupada einen seiner Schüler gefragt, warum habe ich all diese Bücher geschrieben? Mhm. Und er sagte, ja, damit wir die Philosophie kennen. Und er sagte, nein, damit wir inspiriert werden, hat den heiligen Namen zu schreiben. Genau, ja, das ist nur ein einziger Grund. Eine sagen, also, du musst mehr lesen, dann chantest du besser. Die anderen sagen, du musst mehr chanten, dann willst du mehr lesen. Das ist Hand in Hand eigentlich. Und das kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Wenn du eins nicht richtig machst, dann leidet das andere drunter. Wenn du aber beides machst, dann bist du inspiriert. Du wolltest noch was? Ja, sorry, das war das. Ich habe also gerade so geredet über Gott. Dass wir diesen also wunderschönen Vorgang also haben, aber dass wir das ja nicht also vielleicht so eine ganze so eine nutzen. Ne? So, ich habe also gerade so eine Lecture von so einer Prabhupada so eine gehört und sie hat gesagt, also mach das, was du kannst, also dort, also wo du bist, also am besten. Ne? Und dann also an dieser so eine Stelle so dachte ich mir,
Ne? So auch hier, wie der Prabhupada sagt, du kannst jetzt nicht alles sondern sagen und also nicht immer leisten, sondern gehen. Das ist nicht unsere Welt, wir sollen den nicht machen. Ja. Das hat auch in dem Arjuna nicht empfohlen. Ne? Krishna, so, Krishna. Und deswegen, also für mich ist das jetzt also die Frage, also wie also kombiniert man, ne? Dass man ja natürlich auch den also Vorgang von der Lord, also eine Chaitanya wertschätzt, aber trotzdem muss ich jetzt in diesem so einem System quasi klarkommen. Ne? Ja, natürlich, da sagt ja keiner was gegen. Du sollst ja nicht alles aufgeben, so falsches Verständnis. Mhm. Lord Chaitanya, da wollten damals auch alle, wir nehmen jetzt auch alle Sannyas, machen dies, machen das. Und das nein. Die meisten, die wichtigsten Devotis von Lord Chaitanya waren alles Haushälter. Komischerweise, die waren auch alle verstrickt mit Familie und Arbeit und dies und das. So, aber trotzdem waren das reine Gottgeweihte. Und das ist das Schöne in dem Vorgehen, das holt uns ab, egal wo du bist, wo du stehst. Und dann allmählich geht's hoch. Und dann haben wir ja auch den Vorgang von den Ashrams und alles. Weißt du, man kann es jetzt nicht künstlich sagen, ich bin jetzt auf der Ebene, wo ich noch gar nicht bin. Du kannst nichts überspringen, du musst dann das alles durchgehen, diesen ganz normalen Vorgang der Ashrams. Und dann erhebst du dich vom Bewusstsein und von der Zeit. Eigentlich trennt uns so die Zeit davon. Dass wir dann irgendwann aber an dem Punkt sind, dass Krishna sagt, okay, was machst du denn jetzt? Jetzt musst du dich mal voll hingeben, weil jetzt hast du nichts mehr. Kinder sind groß, Familie ist, du gehst nicht mehr arbeiten. Und ja, was machst du denn jetzt? Und wir üben eigentlich schon bis dahin, bis wir wirklich das alles zurücklassen. Aber es geht nicht jetzt, das ist natürlich Quatsch. Ich gebe jetzt alles auf. Cian Radha Kund, chant jeden Tag wie Harinas Thakur, so und so viele Runden. Ja, es wird, kannst du machen, aber es wird nicht funktionieren. So, weißt du? Deswegen, es muss sich aufbauen. Das ist schön, es baut sich auf. Und dann verlierst du allmählich die Anhaftung und auch den Genuss oder ziehst dann den Genuss nicht mehr in diesen materiellen Sachen. Und siehst mehr den Genuss in den spirituellen Sachen. Und automatisch löst du dich dann davon. Befreist dich, weil du einen höheren Geschmack kriegst, ganz einfach. Governor, Tulsi Priya, du wolltest was sagen? Ja, klar. Das ja. Das ist nicht so einfach, ne? Die mutige Gemeinschaft zu leben, wenn man draußen so versklavt ist. 40 Stunden Job, dann sonst arbeiten in Franzosen und muss das Licht alles haben. Das ist natürlich nicht so gut. Ja, klar. Aber Prabhupada hat es ja auch eine Alternative gegeben. Weißt du so? Und das muss man halt, ja, der eine macht das halt und der andere nicht. Und der andere macht es jetzt vielleicht jetzt noch nicht, aber macht es später. Weil an irgendeinem Punkt musst du es machen. Es gibt keinen anderen Weg eigentlich als so. Aber das muss man nicht, das kann man nicht künstlich, muss man wirklich mit Überzeugung machen wollen. Und dann geht das. Und Prabhupada hat uns das gegeben. Alternative zu diesem System, wie wir am Anfang haben, was eigentlich kollabieren wird, was zugrunde gehen wird, was eigentlich schon da ist, dass es nicht funktioniert. Alle wissen, dass es funktioniert, aber keiner hat eine Lösung. Und wir haben eine Lösung, durch Prabhupada. Wir haben eine Kultur, wir haben alles bekommen von ihm. Wir müssen das halt nur umsetzen oder halt erhalten, was er uns gegeben hat. Das ist auch so eine Sache. Das erhalten und das so schön darstellen, dass wir dadurch auch noch andere Leute anziehen. Und die werden kommen. Weil die suchen alle eine Lösung, haben aber keine Lösung. Weil die Lösung ist nur mit Gott. Ohne Gott gibt es keine Lösung. Alles nur wieder Verstrickung. Ja. Okay, dann danke ich euch für die Aufmerksamkeit. Dann haben wir heute noch einen schönen Sonntag, ein schönes Sonntagsfest. Srila Prabhupada ki.